Horst Evers. Für Eile fehlt mir die Zeit. Frühling. Sitze im Zug und arbeite am Computer. Kann mich nicht gut konzentrieren. Neben dem Fahrgeräusch hört man ein lautes Krächzen, Röcheln und Krachen, als würde in der Radaufhängung etwas schleifen oder so ähnlich. Klingt gar nicht gut und zerrt auch ziemlich an den Nerven, das Geräusch. Unangenehm. Jetzt gibt's sogar leichte Schläge in die Seite. Oder mehr so ein Stupsen. Und jetzt ruft es. Hallo? Hallo Sie! Das stört doch sehr. Wachen Sie auf. Hallo! Ich reiße die Augen auf und schaue in das ärgerliche, aber wunderschöne Gesicht einer Frau mit ganz, ganz vielen Haaren. Als sie sieht, dass ich wach bin, schwebt sie zurück zu ihrem Platz zwei Reihen weiter. Ich versuche, zu mir zu kommen. Immerhin, in dem Moment, wo sie mich geweckt hat, haben auch diese krächzenden, röchelnden und knarrenden Geräusche in der Radaufhängung aufgehört. Der Zug ist wieder heile. Eine Sorge weniger. Schaue mich ein wenig um. Alle Reisenden aus dem Waggon starren mich an, fühle mich unwohl, verkrieche mich ganz, ganz tief in meinen Sitz. Der Jugendliche gegenüber grinst. Versuche, möglichst beiläufig zu fragen. Hallo, wie lange war ich denn weg? Knapp eine Stunde. Seit kurz hinter Offenburg. Ui, und ich hab wohl auch ein bisschen geschnarcht, oder? Er lacht. Ein bisschen. Obwohl, anfangs war es noch recht leise. Erst die letzten 4-5 Minuten wurde es dann richtig laut. Wie laut? Von einem Sitz 4 Reihen weiter hinten ruft jemand, na so richtig laut, klang wie eine Knochensäge am Unfallort. Von vorne kommt Widerspruch. Nee, ich fand eher wie ein Abflussrohr nach einer Wassersperrung. Nein, als wenn bei einem Auto denn der vierte Gang nicht richtig reingekriegt wird. Es minutenlang versucht wird, aus Verzweiflung immer mehr Gas im Leerlauf gegeben wird und dann aus Trotz einfach mal in den Rückwärtsgang geschaltet wird. Plötzlich hat jeder eine Meinung zu meinen Schnarchgeräuschen. Doch die aufkommende lebhafte Diskussion wird von der Durchsage, der Zug erreiche in wenigen Minuten Mannheim, jäh abgewürgt. Mir ist es sehr recht, dass offensichtlich ein Großteil der Reisenden aussteigt. Auch der Jugendliche räumt seine Sachen zusammen. Im Aufstehen raunt er mir noch zu. Ich fand ja das Gerede im Schlaf vorhin viel, viel unangenehmer. Gott sei Dank waren keine Kinder im Abteil. Dann grinst er wieder so, dass man nicht genau weiß, ob er einen Scherz gemacht hat. Die Frau mit den ganz, ganz vielen Haaren versucht mich zu beruhigen. Ach, machen Sie sich keine Gedanken. Für einen Mann in Ihrem Alter ist das völlig normal. Jetzt bin ich völlig aufgewühlt. Frage Sie lieber nicht, wie alt ein Mann in meinem Alter wohl sei. Und auch nicht, was für den dann völlig normal sei. Vielleicht hat die Frau ja auch nur einen Scherz gemacht. Denke, während die Frau lachend im Gang steht, wie schafft so ein Kopf das nur mit so vielen Haaren? Das muss doch irrsinnig anstrengend sein für den Kopf, die all mit Nährstoffen zu versorgen, meine Güte. Oder bei Gegenwind, ich wäre wahrscheinlich noch viel müder, wenn ich für so viele Haare die Verantwortung tragen müsste. Ein neuer Fahrgast steigt ein und setzt sich an meinen Tisch. Wobei, er setzt sich an meinen Tisch, ist stark untertrieben. Im Hinsetzen holt er schon einen Laptop raus, klappt ihn auf, schaltet ihn ein, nimmt das Ladegerät, fragt mich, wo die Steckdose ist, steckt den Stecker ein, telefoniert währenddessen mit dem Handy, checkt seine Mails, stellt plötzlich seinen Coffee-to-go, eine Takeaway-Bag von der Sandwich-Station und einen Obstshake. All das muss er wohl die ganze Zeit irgendwie in der Hand gehabt haben, auf den Tisch. Telefoniert immer noch weiter, tippt parallel was in den Laptop, holt einige Unterlagen aus der Tasche, verstaut die Tasche, telefoniert immer noch, verschickt Mails, beginnt nebenher die drei Zeitungen aus seiner Manteltasche durchzusehen, fängt an zu essen, telefoniert immer noch, holt ein zweites Handy raus, tippt dort auch noch etwas hinein, beendet dann, bevor der Zug überhaupt losgefahren ist, sein Telefonat mit den Worten: Ich bin im Zug und die ganze Zeit erreichbar, mache ohnehin gerade nichts. Denke, für das, was dieser Mann allein während des Einsteigens in den Zug macht, brauche ich ungefähr anderthalb Wochen. Ich schaue fasziniert dabei zu, wie er jetzt gleichzeitig isst, tippt, liest, trinkt, etwas auf seinen iPod hört und, wie gerade erwähnt, ganz nebenbei auch noch nichts tut.
Um nicht völlig abzustinken, schaue ich ebenfalls mal auf mein Handy. Ach, guck, 12 SMS, das ist ungewöhnlich. Ein bisschen stolz. Sage möglichst lässig in Richtung des Mannes, hui, da habe ich ja schon wieder 12 SMS bekommen. Die Leute, da guckt man 30 Minuten nicht aufs Handy, zack, und schon wieder 12 SMS da. Aber so ist das nun mal. Von dem Mann kommt keine Reaktion, er tut so, als würde er mich gar nicht hören. Na, ist wahrscheinlich neidisch auf meine 12 Kurzmitteilungen. Die sind allerdings sehr verwirrend, sie reichen von was soll der Quatsch über ist das eklig bis zu boah, siehst du scheiße aus und wer hat denn die Fotos gemacht? Seltsam und wann habe ich überhaupt mein Handy auf lautlos gestellt? Jetzt bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Ich schaue mir den Gesendet-Ordner an. Na toll, der Jugendliche hat mich ganz offensichtlich mit meinem Handy beim Schnarchen fotografiert. Mit offenem Mund und Zunge heraus und Schlabbern inklusive. Uäh, nicht so schön. Dann hat er die Fotos offensichtlich an möglichst viele Nummern aus meinem Handy-Adressbuch geschickt. Da kommt noch eine SMS von Micha. Super Foto, Horst, voll eklig, coole Sache. Hab sie gleich an all meine Nummern weitergeschickt und auf Facebook gepostet. Liebe Grüße, Micha. Ach, wie wunderbar, denke ich. Du mich auch. Liebe Grüße. Mittlerweile tippt und tickert und klappert es im Waggon richtig heftig. Stimmt, zwischen Mannheim und Frankfurt gibt es im ICE neuerdings ein funktionierendes WLAN. Praktisch jeder, der jetzt einen Laptop vor sich hat, klappert vor sich hin. Na, da kann ich mir ja mal auf Facebook die Bescherung anschauen. Sehe schnell, dass Micha ganze Arbeit geleistet hat. Er hat das auch noch vergrößert und die Zunge eingefärbt. Warum macht er das und wieso? Wieso grün? Rufe Micha an, er soll den Quatsch löschen. Kriegt nur seine Mailbox, will schon wieder auflegen, als irgendwas in mir befiehlt, ich solle laut in mein Handy sprechen. Rede also ganz laut sinnloses Zeug wie, hallo Micha, ja, ich sitze noch im Zug. Stell dir vor, mittlerweile kann man hier sogar während der Fahrt ins Netz. Ich fahre mit über 200 Stundenkilometern und bin im Internet. Kann ich gleichzeitig. Und nebenbei telefoniere ich noch. Wahnsinn, was? Und das Tollste über dieses Zug-WLAN kann man sich auch ganz einfach in den Computer von anderen Leuten reinhacken. Ich habe praktisch vollen Zugriff auf alle Computer hier im Zug. Das Klackern verstummt. Einige klappen ihren Laptop zu, alle starren mich an. 10 Sekunden herrscht völlige Stille. Ich überlege, wie viele Millionen Bruttosozialprodukt dieser kleine Scherz das Land jetzt wohl kostet. Dann rufe ich, war nur ein Scherz. Hier ist nur eine Mailbox, nur ein Scherz. Haha, ich bin ein Spaßmacher. Ich wollte nur mal gucken, was passiert, wenn ich sowas sage. Ein paar lächeln gequält, die meisten widmen sich wieder ihrem Computer. 2 Männer aber packen ihr Gerät weg, sie trauen mir wohl nicht. Der Mann an meinem Tisch nimmt sein Handy und telefoniert. Er ruft, ey, du glaubst es nicht, aber das Bild, das du mir gerade geschickt hast von dem sabbernden, schnarchenden Mann im Zug, der sitzt mir gegenüber. Gerade hat er schon wieder einen super Scherz gemacht. Und in der Werbung sagen sie, demnächst wollen sie die Leitungen und alles noch viel schneller machen. Wahnsinn.